Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Tomb Raider bzw. Safe Raider. Herzlich willkommen. Hallo, wo bin ich denn? Muss ich tauchen? Wahrscheinlich, ne? So. Es ist tatsächlich wieder ein bisschen Zeit vergangen, als ich aufgenommen habe. Es tut mir auch wirklich sehr leid. In der letzten Zeit bin ich ein bisschen wieder schläfrig geworden. Ne, weiß ich nicht. So, ist hier irgendwas? Hier haben wir noch einen Schalter. Den drücke ich direkt mal. Hallo, den drücke ich direkt mal. Den drücke ich direkt mal. Okay, den kann ich noch nicht drücken. Den muss ich drücken, sonst komme ich hier nicht raus. Mist. Ich schaue nochmal hier. Hier geht's weiter runter. Ah, hier, guck mal. Huch. Jetzt wird wahrscheinlich das Wasser ein bisschen weniger werden. Ab nach oben. Yo. Oh, Gott sei Dank. Nein. Oberfläche, hallo, ich will eine Oberfläche. Danke dir, danke dir. So. Bevor wir irgendwas machen, wir kennen es ja bereit. Ich bin bereit. Ah, guck mal, das Grab des Tyokan. Tyokan? Sehr, sehr viele Gräber, in denen wir spielen. Guck mal, das hat sich geändert, ne? Ich meine, das hat sich geändert. Warte mal, ich muss mich mal kurz stummen. Kleiner Hüsterchen, ahoi. So, gespeichert haben wir ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gleich hier... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nein. 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 Aua. Aua. Haha. Hä? Hä? Hallo? Na, komm. Ja, hier oben drauf. Warte mal, ich muss mal kurz mal eben das Mikro ein bisschen hier so, damit ich direkt mal reinrede. Ne? Und jetzt muss ich mal schauen, wie war das noch? Nein! Oh. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Ich glaube, das war alt, ne? War das alt? Ja, das war alt. Okay. Ich wollte jetzt gerade schon wieder den Krokodok looten, aber das geht ja hier nicht. Ja, okay. Hat sich mega gelohnt. Ach, guck mal da. Aber da kommen wir, da kommen wir nicht dran. Das ist zu weit weg. Und ich muss echt drauf achten. Wir müssen uns jetzt wirklich, 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 wirklich mal alles anschauen. Ne, wir haben es ja letzte Folge gesehen, da war ja so, du weißt ja, ich und Denken, das ist immer so eine schwierige Kombination. Aber ich muss jetzt mal mehr meine Gehirnzellen anstrengen. Oh, schaffen wir das von hier nach da? Warte mal, ich speichere direkt mal. Ne? Schon der 270. Speicherstand, ich freue mich. Wie war das denn nochmal? Ja, hat funktioniert auf jeden Fall, sehr schön. Wett. Okay. Das hat funktioniert. Sehr schön. Speichern. Ich bin selber überrascht, dass es funktioniert hat. Da müssen wir hin, ne? Ja. Pass auf. Ich probiere das mal so. Jo, hat super funktioniert. Geil. So, dann werde ich mal jetzt den hier drücken und danach nochmal wieder speichern. Speichern. So, warte mal, ich muss mal... Oh, was ist denn nur los hier? Husterino. So, jetzt aber, mein Gott. Jetzt haben wir hier Wasser. Kann ich da einfach so... Warte mal, ich kann doch einfach jetzt hier den machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auf jeden Fall... gleich wieder Kontakt kriegen. Vor allem den Kontaktbesuch, meine ich. Wo können wir denn jetzt hin? Hier haben wir noch... Ach, guck mal hier. Na? Sehr schön. Mini-Medipack. Sonst haben wir hier nichts. Hier können wir nicht rein. Nee, wir können uns nicht da reinkriechen. Das wäre natürlich schön, aber das funktioniert nicht. Haben wir hier sonst noch was? Von hier sind wir ja gekommen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier... Aber was sollte uns das jetzt bringen? Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Warte mal, ich muss mal kurz wieder hier an Land. Ah, hier kommen wir jetzt hoch. Ja, stimmt. Ah, hahaha. So, ne? Sonst habe ich nichts übersehen. Nee, von da kommen wir ja. Da sind wir ja hochgehüpft. Alles klar. Dann mache ich nochmal den Speichermann. Speichermann, Speichermann. Ich speichere, weil ich es kann. Der Speichermann, der Speichermann. Oder Speicherfrau in dem Falle. Wir sind ja hier in Safe Raider. Das wäre einfach so ein Pre... Wie heißt das? Pre-Sequel?
ne? So ein Spin-off, einfach so eine Spin-off-Spielreihe, einfach Safe Raider, weil man halt hier ist, okay, da kommen wir nicht lang, alles Klärchen, weiß ich Bescheid, dann gehen wir weiter hier runter. So. Das scheint mir ein sehr, sehr, sehr wasserreiches Level zu sein. In letzter Zeit haben wir sowieso viel Wasser, ne? Viel, viel Wasserlevel. So, kommen wir jetzt durch. Jo. Ah, ich wollte nach unten. Hilfe. 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 Okay. Ah, eine Ratte. Eine Ratte erwartet mich. Gut, dann machen wir jetzt schnell den hier. Ja, ja, ja. So, hier gehen wir jetzt rauf. Ne? Wir sind ja eine Frau von Welt. Wir wissen ja, ich sehe zwar nichts. Müsste tot sein. Oh, Hallöchen. Und dann könnten wir den hier jetzt mal nach hier vorne ziehen. Das müsste eigentlich reichen. Ne, wenn wir den einmal gezogen haben, müsste eigentlich reichen. Dann kommen wir... Genau, müssten wir hier... Oder ist das zu hoch? Warte mal. Wie ging das nochmal so, ne? Wir sind noch ein bisschen zu weit weg. So. Dann sind wir hier, da können wir auch hin. Okay, da konnten wir theoretisch hin. Ich springe erstmal darüber. Ne, in der Hoffnung, dass ich es gebacken kriege. Warte mal, ich mache mal hier wieder Trick 17. So, zack. Und dann einmal... Nein! Ja, doch. Nein, ja, doch. Oh. Okay, da kommen wir auch irgendwo hin. Kann ich da runter, ohne dass irgendwas passiert? Jo, kann ich. Okay. Zack. Okay. Ja gut, jetzt sind wir hier. Hätte ich auch von da geschafft, ne? Ja, das hätte ich auch von da geschafft. Ah, guck mal. Munition. Ja, die Frage ist natürlich... Hallo? Gehst du wohl mal darüber? Den Sprung, schaffe ich den? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Ich mache mal erstmal hier, ne, damit wir nicht gleich wieder darunter baseln. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich darunter fallen werde. Nein, da... Oh, was? Was? Okay, pass auf. Wir probieren das einfach mal aus, ne? Wir sind ein bisschen mutig. Wir sind ja Lara Croft. Wir schrecken ja vor nichts zurück. Okay. Ach, guck mal. Die ist nur da vorne. Ach so, ich dachte, die wäre hier mittendrin in der Mitte, weißt du? So, zack. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir müssen natürlich wieder, ne? Darüber. Ob wir das so schaffen, weiß ich nicht. Pass auf. Nein! Oh. Ja, perfekt. Okay, einmal wieder fokussieren. Was? Nein, nicht schon wieder Pierre. Oh nein, bitte nicht. Ach, bitte nicht. Oh. Ich habe ja mit allem gerechnet. Weiße Krokodilen, Gorillas, wir wissen ja. Aber dass immer dieser lästige Pierre dabei ist. Oh. Der ist uns immer einen Schritt voraus. So. Ja. So, der wird jetzt gleich hier um Ecke sein. Ja, das war blöd. Ja, ich bin gleich tot. Hehe, hallo. Warte mal, schnell nochmal hier ein Dings nehmen. Erstmal hier. So. Ich probier's einfach mal, da war er schon. So. So, jetzt haut er ab. Jetzt müsste er eigentlich abhauen, wir hauen auch ab. Ich hau einfach ab. Ja, ich hau einfach ab. Ciao. Ich höre irgendwo einen Löwen. Na, sag mal. Jetzt haben wir aber gut hier. Verdammt nochmal. Ich sollte vorher erstmal wieder speichern. Ne, das wäre, glaube ich, mal eine gute Idee. So. Ich glaube, wir haben hier einige Fallen. Ja, ich glaube, wir haben hier einiges an Fallen. Pass auf, ich renne erstmal durch, um zu schauen. Okay, passiert nichts. Sehr schön. Wir kriegen sehr viel Schrotmunition. Das sollte uns ne, zu denken geben. Das ist ein Indiz dafür. Hier liegt auch noch was. Ein Indiz dafür, dass wir Schrotmunition benutzen sollen. Mit Sicherheit.
Ich hoffe, da kommt jetzt nichts runtergebaselt. Sehr schön. So, was haben wir hier? Können wir es rausziehen? Nee, hier können wir gar nichts machen. Okay. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich erstmal wieder einen Schalter für. Kann sein, dass das hier wieder so ein Sekret war, ne? Das kann sein, dass das wieder ein Sekret war. Bin mir aber nicht sicher. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich bin natürlich da jetzt durchgerusht wie sonst was. So, wo war denn jetzt das Ding hier, ne? Ist es deaktiviert? Ich habe Angst. Oh, wir sind wieder ganz unten. Ich habe Angst, dass das nicht deaktiviert ist. So. Ah, die Zisterne, weißt du noch? Hab ich mich erschrocken. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter Walter, willst du mich verarschen? Naja, ist klar. So. So, ich hoffe, der alte Gandulenbert ist jetzt hier abgehauen. Ist er. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt einfach so mache. Aua. Pass auf, ich lade das Spiel nochmal. Wo haben wir es denn da? Zack. In der Hoffnung, dass ich vielleicht da drauf springen kann. Ich weiß es nicht. Fragezeichen. Oder einfach so, ne? Aber da kommen wir... Ne, den Sprung schaffen wir nie im Leben. Wenn wir von da versuchen, da... Okay, könnte, ne? Bevor wir sagen, es funktioniert nicht, probieren wir es einfach mal. Ja. Ne? Nicht, dass wir das nächste Mal wieder wie, ne? Letzte Folge. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge. Ja, den Sprung, den schaffen wir nie im Leben. So? Das war dumm. Ja, das war dumm. Ich glaube, ich bin auch zu spät abgesprungen, weil ich Angst hatte. Ja, ich glaube schon. Nein. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, haben wir. Sehr schön. Einmal wieder speichern. Speichern. Ne, wie gesagt, wir müssen mehr ausprobieren. Wir müssen mehr schauen. Hier können wir uns auch wieder dranhangeln, sehe ich gerade. Ach, wir sind jetzt hier. Die Frage ist, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ne? Wir haben es ja mal gemacht. Ah, so. Ah. Okay, ich probiere es nochmal, um einfach sicher zu gehen. Ja, funktioniert. Alles klar. Einfach linke Maustaste gedrückt halten und dann nach vorne. Okay, das ging schneller als gedacht. Ich dachte erst, ich muss wieder Dockel Google fragen. Hallo? Aber hat auch so funktioniert. Sehr, sehr schön. Learning by doing. Ich werde das wahrscheinlich nachher eh wieder vergessen haben. Und hier in der Nähe ist schon wieder irgendwo ein Abflussrohr. Da ist die ganze Zeit... Blablabla. Ja. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen langsamer hier durch, ne? Ah, nee, ist okay, alles klar. Gut, das wird wahrscheinlich wieder für Wasser sein. Gehe ich mal von aus? Fragezeichen. So. Siehst du, jetzt haben wir da nämlich unten Wasser. Theoretisch könnte ich da ja jetzt runterspringen. Mache ich jetzt auch einfach mal just for fun. So. Und dann kommen wir vielleicht dann hier durch? Nee, ne? Ne, hier haben wir noch nichts. Aber es ist ja schon mal gut, dass das hier voller Wasser ist. Glaube ich. Ach, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Entschuldigung. Ja. Hallo, Ratte! Okay. Ich gehe einfach mal, ne? Ich schaue einfach mal, wo es hinführt. Das sah mir so secret-mäßig aus, so sekret-mäßig. Deswegen, ne, habe ich es jetzt einfach mal versucht. Hier auf der anderen Seite haben wir nichts. Ne, okay. Ne, man weiß ja nie. So. Das sieht mir nicht geheuer. Ja, das sieht mir nicht geheuer. So, den haben wir. Ich wollte gerade sagen. Pass auf, ich speichere wieder mal. Weil wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, hier lang zu gehen. Deswegen gehe ich erstmal da lang, wo der Löwe herkam. Beziehungsweise die Löwin. Ach, guck mal, das ist wieder sowas, was wir auch... Ah.
Okay, da ist auf jeden Fall was frei geworden, das freut mich. Wo ist es denn? Irgendwo. Okay, da müssen wir dann genau schauen, ne? Okay, da haben wir Stacheln, alles klar. Alles klar. Was denn? Was denn? Ein Affe? SOS, Affenalarm, zieh die Stäbe raus. Doch, pass gut auf. Ah, guck mal, hier brauchen wir den ersten Schlüssel. Okay. Und hier müssen wir auch das Wasser, glaube ich, wegkriegen, weil das sind irgendwie, sieht mir aus, als wären das Steine. Was ist denn? Zum Schieben. Wir gehen erstmal rein ins Wasser, ne? Wir schauen mal. Mal schauen, was uns hier erwartet. Nix. Okay. Ich habe natürlich meine Augen hier in den Zwischenräumen, in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch irgendwo, ne? Was liegt. Aber tut es nicht. Ja, siehst du, hier komme ich nämlich jetzt nicht hoch. Ja. Genau, und das wären welche zum Schieben sein. Ich weiß gar nicht, kann man die im Wasser schieben? Nee, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu crazy. Nee. Ich denke mal, dass wir da... Obwohl... Ja gut. Wir schauen einfach mal, ne? Auf jeden Fall brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir noch einen Schlüssel, einen rostigen? Nee, ne? Nee, wir haben den Skion. Gut, dass wir den die ganze Zeit immer dabei haben. Ah, da oben ist der Affe. Ja, schau mal einer an. Da oben ist Abraham. Da sind einige Affen. Soll ich schauen mal, ob ich das, ne? So? Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her. So, den einen haben wir schon mal. Ja, komm. Ja, da ist er. Jetzt komm noch mal hier hin. Hä? Wie sieht's aus, Freundchen? Okay, der will noch nicht. Was ist, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen so hinstelle? So. Gut, einmal nach oben. Das sieht gut aus. Ah, und da ist das mit den... Alles klar. Und da unten sind nämlich die Stacheln. Gut, ich schaue mich erstmal nochmal um, sonst haben wir hier nichts. Ich denke mal, dass wir da vielleicht dran springen können. Ich probiere es aus. Ja, es funktioniert sehr schön. Und da haben wir auf jeden Fall ein großes Medipack. Okay, großes Medipack. Ah, und da ist der Schlüssel. Gut, sehr schön. Was wir natürlich jetzt versuchen könnten. Pass auf, ich weiß jetzt nicht, ich springe einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach rausspringen kann. Wie so eine Bekloppte. Ja, doch, hat funktioniert. Okay. Ich konnte rausspringen wie so eine Bekloppte. Und hier auch nochmal. Alles klar, dann können wir jetzt hier das Wasser abstellen. Ich denke mal, das ist das für das Wasser. Ne? Aber wir sind ganz schön gut. Ey, wir kommen ganz gut durch hier. Mein Gott, ey, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Was? Ich wollte gerade sagen, diese schlechte Animation, aber wenn man überdenkt, ne, 1996, ne, Freunde? Ah, so ein Ding ist das. Na, scheiße. Ja, fuck, das haben wir schon fast gedacht. Die bleiben aber oben, ne? Ja, nicht, dass die, ne, mir auf dem Bart fliegen, wenn ich da drunter hertauche. Das wäre natürlich ein bisschen so, ne. Wir können es natürlich auf die, ne, leichte Tour machen. Oder was heißt leichte Tour, aber safe Tour. Dass wir hier von hier springen. So. Die darf halt nur nicht, ne, jetzt gleich einfach da, du weißt schon, springen. So. Jetzt einmal nochmal hier. Ich speichere jetzt direkt hier nochmal. Auf dem Moped. Ne, man weiß ja nie, was danach kommt. Wie viel, Schrot... Ah, okay, 4 Schuss. Das ist natürlich nicht sehr viel. Gut. Hallo? Hallo? Sag mal, jetzt nimm das Medipack. Verleibe es dir ein. Oh. Das sieht... Oh nein. Ah, was ist das denn für eine Rätsel? Da brauchen wir wahrscheinlich das Moped hierfür.
Gut. Und hier brauchen wir zwei Schlüssel für. Okay. Alles klar, dann probieren wir es einfach mal aus, ne? Würde ich mal meinen. So.